Und schön, dass du es einrichten konntest. Da wird sich Sebastian sicher freuen. Klar, die Hochzeit meines Cousins lasse ich mir doch nicht entgehen. Wie lange willst du denn bleiben? Ehrlich gesagt, ich weiß es noch nicht genau. Ach, warum sollte sich unser Kleiner auch festlegen? Jedenfalls willkommen zu Hause. Danke. Ja, dann können wir jetzt hier unser Dessert beenden, nicht wahr? Was gibt's denn Neues? Ich habe Ansgar die Leitung der Holding übergeben. Aha. Nur damit du Bescheid weißt. Ach, das interessiert Konstantin noch nicht. Warum sollte er sich darüber Gedanken machen, wer sein Luxusleben finanziert? Der hat Wichtigeres im Kopf als Geld. Ganz im Gegensatz zu dir. Du nimmst es mir also nicht übel. Und wenn ich es doch tue? Nein, nein, nein. Schwiegermama, das war genau die richtige Entscheidung. Das wird sich zeigen. Weißt du was, Schatz? Mir fällt ein, wir haben noch gar nicht richtig gefeiert. Komm, wir gehen nach oben. Das ist hervorragende Idee. Ich wünsche noch einen schönen Abend. So, nun aber genug von Geschäften. Will vielleicht jemand noch einen Espresso? Ich glaube nicht. Sag mal, hast du eine Idee, dass wir Sebastian und Lydia zur Hochzeit schenken können? Ich weiß es auch noch nicht. Lass uns schon quatschen. Guck mal, Hofmarschall von Rengwitz is watching you. Oh Quatsch, komm, jetzt reicht's aber. Kannst du dich noch an Mutters Kette erinnern, die wir damals vergraben haben? Ja, irgendwas war da. Moment, du warst noch ganz klein. Aber das war keine Kette, das war ein Armband. Das war ein ganz kleines, dünnes, feines, goldenes Armband. Was ist damit? Naja, nach deinem Unfall. Da wollte ich Konstantin erklären, dass du nicht mehr wiederkommen wirst. Und was hat sich da besser angeboten als dein Armband? Du hast es ja nicht mal zum Baden ausgezogen. Sicher. Es war mir sehr ans Herz gewachsen. Gut, dass du kommst. Kannst du dich noch an Mutters Kette erinnern, die wir vergraben haben? Sicher. Aber es war keine Kette, es war ein Armband. Und wir haben es auch nicht vergraben, sondern hier in dem alten Kasten eingemauert. Weißt du noch wo? Im Küchentrakt. Sollen wir nachsehen gehen? Um diese Uhrzeit, ohne mich. Ach, komm schon, also ich bin dabei. Ich auch. Was ist denn mit dir? Es geht doch um dein Armband. Nein, wenn ich jemand gesehen hätte. Prinzessin Luise von der Stilikon zum Schmuddelück. Oh. Na, raus aus den Klamotten. Rein in die gute Stube. Super nett von euch. Kein Problem, aber wann willst du das bitte alles trinken? Keine Ahnung. Es ist wohl die Macht der Gewohnheit. Außerdem kann es sein, dass Gregor schneller wieder da ist, als wir alle denken. Der ist bestimmt mit Luise nach Waldensteig getürmt. Wenn er nicht sogar Fürst wird. Na, ich weiß nicht. Die beiden fliegen wahrscheinlich schon zusammen in Sonnenuntergang. Ja, stell die Kisten am besten da hin. Das schaffe ich schon allein. Gut. Tschüss. Ciao. Hey, wollte nur mal sehen, ob du mein Zimmer schon untervermietet hast. An euch. Stundenweise, wenn ihr wollt. Hey, Jungs, kommt doch mal her, schnell. Als ob ich es nicht geahnt hätte. Hab ich jetzt nicht. Hey, Alter! Hallo.